Hallihallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Leider alleine, da sich mein letzter Gast, den ich ausgelost habe, leider nicht gewonnen habe. Bitte Leute, wenn ihr euch bewirbt, schaut auch die Videos, damit ihr auch mitbekommt, dass ihr rangezogen werdet. Weil es ist schade, da sind noch so viele in der Cappy drin, die unbedingt gerne rankommen wollen. Und die müssen jetzt halt dadurch, dass Leute, die sich nicht melden, müssen sie dadurch warten. Was ich persönlich relativ schade finde, denn sowas nimmt den Spaß an dem Projekt weg und es ist enttäuschend für die Leute, die darauf warten, die es wirklich verdient haben, dann auch hier reinzukommen. Ja, weiß ich nicht, da hätte ich dann lieber, so weil ich sehe, ich lese es ganz oft in den Kommentaren von Silox, von Bambina, von Chock, von Dübby, die wollen unbedingt hier mal bei sein und die hätten es dann wesentlich mehr verdient als Leute, die überhaupt gar nicht meine Videos schauen und gar nicht mitbekommen, wenn sie gezogen werden. Deshalb habe ich es so gemacht, dass ich mich nicht bei euch melde, sondern ihr euch bei mir. Damit auch wirklich die Leute hier auf das Projekt reinkommen, die es verdient haben. So, nebenbei vom Quatschen habe ich mir dann gedacht, mache ich diese Woche dann mal selbst mein kleines Bauprojekt hier. Ich habe mir auch schon was ausgedacht, was ich mir bauen wollte. Das hatte ich auch noch vor, auf meinem Privatserver zu bauen. Allerdings dauert es viel zu lange im Survival-Modus, das alles zusammenzufarmen. Deshalb baue ich das jetzt hier einfach mal, um zu gucken, wie es aussehen würde. Vielleicht übernimmt man es ja, vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht, entscheide ich spontan dann. Und zwar habe ich mir gedacht, so zwei Türme hochzuziehen. So eine Art Himmelsturm und einem Finsternisturm, die beide ungefähr gleich aufgebaut sind, gleich hoch und was weiß ich nicht alles. Aber halt einer in weiß und einer in schwarz. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn ihr euch hierfür bewirbt und hier auch gerne mitmachen wollt, dann schaut auch die Videos. Tut mir den Gefallen und tut nicht nur mir den Gefallen, tut auch der Community den Gefallen. Weil die Community freut sich hier auch für jeden, der gezogen wird. Also die sind jetzt nicht so, dass sie pissig auf euch sind, wenn ihr gezogen wird, statt die. Deshalb finde ich es extrem schade, dass wirklich Leute, die diese Videos gar nicht schauen, gar nicht sich melden. Also gar nicht mitbekommen, dass sie überhaupt gezogen werden. Finde ich schade. Wie gesagt, deshalb habe ich gesagt, ich melde mich nicht bei euch, sondern ihr meldet euch bei mir, damit ich auch weiß, welche Leute auch wirklich die Videos schauen. Und damit auch, wie gesagt, nur Leute hier reinkommen, die es dann auch verdient haben, ne? So, genug rumgeheult, sage ich jetzt mal. Gerade eben noch ordentlich fleißig am Minispiele-Server gemacht. Ja, Dübby, schöne Grüße an dich. Wir haben es jetzt gleich 5 Uhr morgens. Und ich nehme jetzt nochmal schnell die Folge für Montag auf, weil, wie gesagt, sich keine Sau bei mir gemeldet hat. Und ich ja unbedingt eine Folge brauche. Aber, naja, macht ja nichts. Deshalb erstmal ein bisschen schnelles Terraforming hier, damit ich genug Platz habe, um diesen Turm hochzuziehen. Denn die werden nicht klein. Ich kann ja schon mal sagen, dort hinten müsste das irgendwo sein. Oder da hinten. Ja, da sieht man schon. Ist das von NiepRP. Ist recht groß geworden, seine Pagode. Ich könnte ja jetzt mal, falls ich erstmal nicht weiterkomme hier mit dem Bauprojekt, kann ich am Ende der Woche, bevor ich die Neuauslosung mache für die darauffolgende Woche, den Server einmal zeigen, wie weit das hier momentan ist. Obwohl, oder ich warte einfach noch ein paar Spieler ab, die dann hier drauf kommen. Ich muss sowieso mal sehen, dass ich die anderen wieder aus der Whitelist rausnehme, damit dann Platz für die anderen ist, die dann nachträglich joinen. Also noch habe ich ja genug Platz. Das heißt, der Greaser wäre der nächste, der hier rausfliegen würde. Erstmal vorübergehend nur, bis der Server eine größere Reichweite hat. BZW, wenn er fertig ist, kann er es mir gerne schreiben. Er kann aber auch gerne schreiben, wenn er... ich lasse das Lied jetzt mal laufen, weil es sich oft gewünscht wurde. So, ich mach's dann auf mein Ohr nochmal ein bisschen leiser. Wäre schön, wenn ihr Leute, die hier noch am Bauen sind, mir Bescheid sagen könnt, wenn euer Bauprojekt fertig ist, wenn ihr euch da nichts mehr hinzimmern wollt. Wäre auf jeden Fall cool. Und ich mach mal, glaube ich, Tag. Time, set, day. So. Hühnchen, verschwinde. Bam, 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 bam.
So. So, Hühnchen. 3 Schläge, Critical mit der Faust, okay. Hätte ich jetzt aber auch mit mehr gerechnet. So. Das sollte erstmal für einen Turm reichen. Und zwar brauche ich... Ich will jetzt als erstes den Himmelsturm bauen. Dafür brauche ich... was brauche ich dafür? Auf jeden Fall Lapis Lazuli. Rot kommt ja in den schwarzen Turm rein. Dann brauche ich auf jeden Fall Quarzblöcke. Upsi, Quarzblöcke. Und gemeißelte Quarzblöcke. Und Quarztreppen auf jeden Fall. Vielleicht auch Quarzsäulen. Ich weiß nicht, Packeis ist doch das, was nicht schmilzt, oder? Ich weiß es gar nicht. Falls ihr auch Ideen habt, was ich hier mit einbringen könnte. Guck mal, das Gold könnte ich hier noch mit gut einbringen. Und dann fange ich erstmal an, einen Grundkreis zu bauen. Es wird ja relativ groß, ne? Ich ziehe jetzt erstmal hier eine... Jetzt macht mein Hund wieder merkwürdige Geräusche. Echt, jedes Mal, wenn ich aufnehme, macht der merkwürdige Geräusche. Der so, es ruckelt irgendwie so leicht gerade. Ich weiß nicht warum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das heißt, 11 ist die Hälfte. Der 12. Block muss weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. kommt weg. Das ist jetzt erstmal mein Mittelpunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, daraus werde ich jetzt mein Türmchen zimmern, der dann nach oben, so spitz nach oben geht. Denn das wird dieser Himmelsturm. 2, zack, zack. Mal gucken. Ups, ja. 1, 2, 1, 2. Ich habe mir natürlich den Ort ausgesucht mit ganz vielen Hühnchen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und hier würde es dann so sein. Ja, nee. Moment, wenn ich das noch eins zurückziehe, müsste es eigentlich besser aussehen, oder? Upsa. Warte mal. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Okay, das würde jetzt so aussehen. Nee, da fand ich das schon cooler. So. Ja, ja, ja. So mache ich's, so mache ich's. Zack, zack. Na, zack. Und zack. Dann zack, 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 zack. Und 1, 2, 3. Kommt dann wenigstens etwas runder rüber. 1, 2, 2. So, 1, 1, 2. So, dieses scheiß Gras hier, ey. Gras. Mann. So. Eins, zwei. Bin mal gespannt, wie weit ich jetzt in der ersten Folge alleine komme. So, ich brauche noch Erde. So, das wird jetzt der Grundumriss von diesem Gebäude. Sieht schon mal recht gut aus, sieht rund aus. Zumindest rund, wie man es in Minecraft machen könnte. Und das heißt, ich werde jetzt circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Blöcke hochgehen. Erstmal überall. So, die Dekoration und die Feinschliffaktionen, die mache ich später. Erstmal möchte ich nur den Grundumriss haben. Komm Hühnchen, stirb einfach. Ich randaliere wegen dir hier die ganze Map und weil es so laggt. Warum auch immer.
Es nervt total. Gerade. Hopsa, so, so. Also immer ein achter Schritten geht's nach oben. So. Mal gucken, ob es sich zu hoch wird. Denn ich möchte nachher ein spitzes Ende haben. Aber es kann meinetwegen schon recht groß sein, denn ich möchte oben noch so eine Art Kugel bauen, die so magische Türme halt, wisst ihr? Die oben dann noch so eine Kugel haben, die in so einem Greifarm drinne sind. Mal gucken, ob sich das umsetzen lässt hier in Minecraft. Bestimmt irgendwie, auch mir juckt die Nase. 10 Minuten, wir haben noch nicht viel geschafft. Außer einen kleinen Grundumriss. Aber es war ja bisher nicht anders bei den anderen Folgen. Ich werde das hier dann vielleicht auch offscreen weiterbauen. Wissen wir noch nicht. Weiß ich noch nicht, weil ich ja selber momentan selten Zeit habe zum offscreen bauen. Da ja der Minispiele-Server auf der Agenda steht, wo wir auch gut vorankommen momentan. Gefällt mir. Dann bin ich auch froh, wenn wir bald den Trailer drehen und es bald losgehen kann mit dem Projekt. So. So. Nein. Ah, so. Ah. Na. Also wie gesagt, es wird wie gewohnt trotzdem erst am Freitag gelost. Auch wenn jetzt Sondergenehmigungen hier gerade sind, dass ich alleine baue. Aber vielleicht... Ja, doch, es wird erst Freitag gedreht. Ich bin gerade am Überlegen gewesen, ob ich doch vorzeitig jemanden noch ziehen soll. Aber nö. Obwohl, ich könnte ja am Mittwoch schon ziehen. Gilt allerdings trotzdem erst für den Montag, sodass die Person dann länger hat, sie Zeit hat, sich bei mir zu melden. Das wäre natürlich eine Idee, die ich anbieten könnte. Ich bin auch gespannt, wie ich das von innen einrichte dann nachher. Vor allem, weil es ja eigentlich so ein Magic-Turm wird, der eigentlich nur von außen gut aussehen soll. So, es passt zwar vielleicht eventuell gar nicht alles zusammen hier. Aber hey, bei dem Finsternisturm habe ich mir noch so gedacht, 4 kleine Türme auch mit hin zu packen und dann die Dinger, die beim Ender Dragon dran kleben, mit zu verwenden. Und hier wird dann ein Strahl noch nach oben geschossen. Genau, hier könnte ich noch Diamantblöcke mit drauf knallen. Auf jeden Fall. Also ich dachte mir natürlich, meine Community baut hier im Kreativmodus, dass ich selber auch ein bisschen hier im Kreativmodus baue. Denn wenn ich jetzt 3 Folgen Survival mache, es hat auch nicht wirklich viel Sinn, ne? Sind wir mal ehrlich. So. So, jetzt muss ich kurz mal konzentriert hier arbeiten. Also ich versuche auf jeden Fall schnell voranzukommen hier. Und wie gesagt, der Feinschliff mit Dekoration und Farbabwechslung kommt später. Und dann von hier aus auch wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Ab. Bin mal gespannt, wie hoch das wird. Also es sind 11 Blöcke. Das heißt, es sind 11 Etagen. Das sind 88 Blöcke nach oben. Ist schon eine Menge. Man kann bis Höhe 200 irgendwas. Ja, komm, das passt. Wird zwar ziemlich hoch sein, aber okay. Sehr, sehr hoch. Wupp, wupp, na, so. Ich wollte mich auch nochmal bedanken für den geilen Livestream, der gestern war. War echt cool, hat mega Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass der nächste wieder so geil wird. Hopsa. So. Mm-hmm.
So, irgendwann oben kommt dann so ein Kringel hin, wo dann noch so ein paar Greifarme draufkommen. Ihr könnt mir ja nochmal sagen, welche Blockfarben hier vielleicht noch ranpassen werden, weil die nächste Folge werde ich wahrscheinlich dann auch erst am Mittwoch aufnehmen, dann wann die Folge öffentlich erscheinen soll. Dienstag oder Mittwoch werde ich die Folge aufnehmen. Bis dahin könnt ihr mir ein paar Tipps mal in die Kommentare schreiben, was ich hier vielleicht für den Turm noch so an Farbspielungen reinhauen kann. Außer Rot. Rot soll nämlich bei dem Finsternisturm hin, der ungefähr genauso aufgebaut wird, halt nur ein bisschen anderen Feinschliff hat. Ups, so. Also es ist jetzt eine sehr eintönige Arbeit momentan. Aber es wird auf jeden Fall, ich denke mal vom Endprodukt her, ein sehr geniales Ding. Und ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich vielleicht doch noch die anderen Folgen mit aufnehme. Ich weiß es nicht. Nee, weil dann schneide ich das jetzt noch. So um 5 Uhr morgens. Wo ich eigentlich gerade voller Aufnahmelust bin. Obwohl ich gerade 4 Stunden im Minispiel-Server gearbeitet habe. Sorry, Cody, ich habe dich, glaube ich, heute vergessen gehabt. Hä? Wir wollten Captive aufnehmen. Werde ich mich nachher mal bei ihm melden. Vielleicht nimmt er ja heute mit mir Captive auf. So. So. Hopsa. Nein, nein. So. Durch diese Arbeit, ey, Halleluja. Bin mal gespannt, wie der erste Turm dann nachher aussieht, wenn er fertig ist. So, eine Etage schaffen wir noch. Aber man merkt schon, es wird enger hier. Genau, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 2, 2. Oh, diese Lags, ne? Obwohl ich über 30 Frames dauerhaft habe. Das ist nervig. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. Momentan wird es echt nur so ein Stift nach oben, der spitz nach oben führt. Aber es kommt ja auch noch außenrum was. Das heißt, ich müsste den Berg hier eventuell entfernen. Das heißt, ich werde diesen Server vielleicht auch auf Bucket umschalten, dass wir sowas schneller entfernen können. Wäre vielleicht ein bisschen besser. Das würde auf jeden Fall Zeit sparen im Bau. Zumindest im Abbau von Bergen. Um einiges an Zeit sparen. Obwohl, viel müsste ich da jetzt nicht wegreißen, weil dahinter wollte ich den Dunkel im Berg machen. Oder da hinten. Hm, mal gucken. Das sollte auf jeden Fall nicht direkt nebeneinander stehen. Das wäre nicht so schön. So. Jetzt ist auch noch Gesang hier in der Musik. Und ich habe keine Ahnung, ob da wieder die Krake zuschlägt. Obwohl es No Copyright Sounds sind, sind bei dem einen Lied schon Urheberrecht von Drittanbietern aufgetreten worden. Warum auch immer. Was mich ziemlich ankotzt. Und zwar bei dem Lied, was ich hier bei dem Rundflug mit bei NiepLP verwendet habe. Das wurde geclaimed, sozusagen. Ich werde die Musik jetzt auch relativ leise ziehen im Hintergrund. Das mal wohl angemerkt. So. Na. Na. Aber guck mal, mittlerweile ist es nur noch einer hier, oder? Es waren doch schon drei, oder nicht? Also hat sich der Kreis eigentlich schon verkleinert, ne? So, jetzt stellt euch mal den Turm hier in Survival vor, was man da an Ressourcen bräuchte. Das ist schon eine Hammermasse. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade eine sehr, sehr eintönige Arbeit. Ich hoffe, ihr bleibt auch bis zum Schluss dran. Ich wüsste jetzt auch gerade gar keine Themen zum Ansprechen. Außer, wie gesagt, dass mein Minispiele-Server richtig gut am Laufen ist und ich echt gespannt bin, wie der irgendwann bei euch ankommen wird.
Denn es wird ja ein kleines Event damit starten. Da bin ich sehr gespannt. Und ich hoffe, das Projekt bekommt dann auch die nötige Aufmerksamkeit, die es verdient hat. Denn wir arbeiten schon seit über einem halben Jahr auf jeden Fall an dem Server. So, wir haben die 20-Minuten-Marke geknackt und da sehen wir es. Der Turm wird langsam dünner. Aber von dem Kreisen her weiter gleich. Guck mal, 3, 2, 1. Das heißt, ab jetzt müssen immer nur noch die Zweier sein, ne? Richtig. Komm, ich mache jetzt mal eine kurze Überlängfolge hier. So. Das heißt, ab jetzt werden schon weniger Blöcke benutzt. Hupsa. Eine Etage gehen wir noch nach oben. Eine Etage geht noch. Ja, guck mal, da haben wir gleich wieder einen Einer. Das heißt, ein Zweier wird zum Einer. Tatsächlich. Sehr cool. Man merkt sogar richtig leicht die Veränderung davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja. Komm, ziehen wir schnell hoch. Vielleicht ziehe ich den Turm jetzt auch komplett einmal nach oben. Damit ich in der nächsten Folge dann schon mal anfangen kann, mich ein bisschen an die Außenfassade machen kann. Weiß ich noch nicht. Oder vielleicht schon mal oben an die Krone. Jetzt will ich das wirklich fertig haben irgendwie. Hopsa. So. Ich mache jetzt mal dieses Gesangding hier weg. Nicht, dass hier auch noch irgendwas zuschlägt. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Hopsa. So, weg damit. Na. So. So. Und so. Oh, nochmal, weil es so schön war. Die Hälfte haben wir. Von der Etage. Brauche ich echt so lange für eine Etage? Das ist hart. Das ist echt hart. Also man sieht schon, der Turm wird extrem weit hochgehen. Man muss auch mal sehen, wie ich das in der Mitte dann mache mit einer Treppe, die nach oben führt, weil die ja innerlich auch immer kleiner wird. Beziehungsweise immer enger nach oben führen wird. Wenn ich da überhaupt einen begehbares Teil draus mache. Zur Beleuchtung würde ich hier Glowstone nehmen und bei dem anderen würde ich gerne mit Lava arbeiten. Lava hinter Glas allerdings dann. Na, so. Das heißt, es müsste auch bald dieser Dreierturm, diese Dreierdinger hier dünner werden, ne? Na, so. So, und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die Folge trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt so eine provisorisch hingeklatschte Folge war, sage ich jetzt mal. Da ich, wie gesagt, das Videomaterial brauche, leider. Na, was heißt leider? Also ich mache es ja gerne, so ist es nicht. Und ich habe auch Spaß daran, hier im Kreativen ein bisschen alleine zu bauen, ne? Komme ich wenigstens auch nochmal zu meiner kreativen Ader hier in dem Projekt. Und die Idee mit den Türmen, die schwirrt mir schon seit langem im Kopf herum. So. Dann haben wir die Etage auch. Genau, da haben wir die Etage auch fertig. So sieht es momentan aus. Und es wird noch höher gehen. Wie gesagt, das wird so ein, ja, ein cooler Turm eigentlich. Da werde ich dann noch so rundherum was kraxeln lassen. Bin gespannt, wie der nachher aussieht. Momentan sieht es aus wie so ein billig hingestellter Leuchtturm. Was aber keiner werden soll. Obwohl, mit Lampen könnte man da oben auch arbeiten. Da sieht man schon so ein bisschen von Neep LP. Werden wir aber später nochmal drauf eingehen. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und diese kleine Überlänge jetzt hier. Seid auch bei der nächsten Folge dabei. Und am Freitag wird eine Neuauslosung stattfinden. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und danke für alles, euer Stormy. Bis dann.